Hallo aus dem Easy Credit Stadion zu Nürnberg gegen Fürth. Jetzt hätte mich das S fast überholt. Ja, Nürnberg gegen Fürth, das Frankenderby. Bei uns, bei den größten Derbys der Welt. Das eines der drei deutschen, eines der fünf deutschen Derbys. Das dritte, was wir insgesamt gemacht haben. Parallel läuft jetzt gerade Hamburg gegen St. Pauli. Das ist aber keine Konferenz, keine Sorge. Sondern das wird dann noch extra hochgeladen. Hier die Aufstellungen. Bei Nürnberg Schäfer im Tor und vorne Julian Schieber. Bei der Spielvereinigung Greuther Fürth im Tor Walke und vorne Alexic mit Onigbu. Und hier sehen wir Julian Schieber und dann kann es auch schon losgehen bei dieser Partie im Easy Credit Stadion. Ausverkauftes Haus natürlich gegen die Fürther. Pinola. Gündogan. Gündogan und Falkenberg spielt den Ball ins Aus. Javier Pinola. Falkenberg zu Nerik. Nerik klärt mal weit nach vorne. Franz. Wollscheid. Jut. Zu Gündogan. Nerik ist da. Falkenberg. Kleine. Wieder rüber zu Falkenberg. Falkenberg fällt ganz schön auf heute in diesem Spiel. Schieber und Kleine. Jut. Und Horst. Alexic, jetzt mal die Möglichkeit. Müller. Wartet zu lange. Und Mike Franz. Doch nochmal Müller. Ja, da bleibt er stehen. Alexic wartet auch. Bis ihm der Ball vor die Füße rollt. Aber das verhindern die Nürnberger natürlich. Da sind sie viel zu stark dazu. Wolf. Also man erwartet sich natürlich nicht so viel von diesem Derby. Es ist ja nicht das allergrößte. Julian Schieber. Ikichi! Und 1-0, erster FC Nürnberg. Ikichi. Das ist natürlich erwartet. Wieder geht der Favorit in Führung. Was natürlich durch die Bank erwartet ist, dass der Favorit in Führung geht. Hier das Tor von Mehmet Ikichi. Walke hat keine Chance, noch an diesen Ball ranzukommen. Und somit steht es 1-0 für die Nürnberger. Und hoffentlich geht's so weiter. Haus. Oh, Kleine. Müller. Pripp. Fürstner. Schieber versucht da den Ball zu kriegen. Karaslov und Schieber! Schieber! Pfosten! Ach du meine Güte! Julian Schieber! Alleine vor Walke und trifft nur den Pfosten! Ach du meine Güte! Was soll das bitte? Ach du meine Güte! Simons. Wolf klärt mit dem Kopf. Hegeler. Franz. Zuschieber. Franz. Und das sollte eigentlich eine Karte geben. Da, die gibt's auch für Haas. Das muss sein. Pinola. Zu Hegeler. Ball kommt nicht an. Und Eckball. Erste FCN. Jut. Bringt's. Jut. Hegeler. Kommt nicht hin. Ekichi. Mit dem Seitvollzieher. Und Wolke. Steht felsenfest. Und hat diesen Ball fest in den Händen.
Hegeler. Oh, aufpassen da hinten. Liebe Nürnberger. Gündogan. Nerik. Nerik. Auf Fürstner. Zuhas. Und Pinola lässt den Ball nicht durch. Hier kommt etwas wenig von den Vierten. Gündogan. Ilkay Gündogan verliert den Ball gegen Vollenberg. Gott sei Dank war Pinola noch da. Gündogan vor zu Ekici. Der ist heute richtig gut drauf. Haas gewinnt das Kopfballduell. Fürstner, Haas und Onyekpo. Fürstner, Alexik. Alexik. Und das ist das 1:2. Unglaublich. Unglaublich. Was für ein Hexenkessel hier in Nürnberg. Nerik mit dem 1:1. Was für ein Hexenkessel. Die Spieler tanzen förmlich um das Feuer. Ach du meine Güte, da kommt die Hereingabe und Nerich nimmt diesen Ball direkt. Volley und zieht das Ding da rein. Keine Chance für Raphael Schäfer. Unglaublich, da kommen die Fürther wieder zurück. Was ist das für ein Spiel? Was ist das für ein Spiel? Entschuldigung, dass ich mich immer wiederhole, aber das muss einfach sein. Was ist das für ein Hexenkessel? Was ist das für eine Partie? Diese Partie hält ihre Versprechen und übertrifft sie auch noch. Wer hätte das gedacht, dass die Vierte hier nochmal so zurückkommen? Müller. Okay, no, Gott sei Dank noch geklärt. Ich bin hier nicht parteiisch, aber Gott sei Dank für die Nürnberger. Fürstner und Binola. Haas. Alexik. Ekici. Rennt mal hinten rum. Simons. Gündogan. Gündogan. Nerik hat vorhin dieses Riesentor geschossen. Falkenberg. Rüber zu in Onyekpo. Wolf ist da. Also war schon ein sehr, sehr gut herausgespieltes Tor. Genauso wie das von Mehmet Ekici. Vorhin zum 1:0 für die Nürnberger. Falkenberg. Nerik. Onyekpo. Zuhas. Und Nerik. Gündogan. Gündogan setzt sich wieder durch gegen Haas. Julian Schiebert muss laufen, Karaslov. Und jetzt ist Halbzeit. Wir freuen uns auf die zweite. Wir freuen uns richtig auf die zweite. Ich zumindest. Hoffentlich sind Sie weiter dabei. Hallo zur zweiten Hälfte noch einer riesigen ersten. Und hoffentlich geht's so weiter. Prip. Alexik. Alexik. Und drüber. Das ist wirklich ein Derby, was jeder Fan, jeder Nürnberg-Fan, jeder Fürth-Fan mal gesehen hatte, hätte soll, keine Ahnung wie. Julian Schieber! Oh! Gesehen haben soll, so. Ich entschuldige mich. Was? Franz, Hegeler, Julian Schieber und gut aufgepasst von der fürtherischen Abwehr. Fürther, von der Fürther Abwehr. Ich bin schon etwas durcheinander wegen dieser aufbrausenden ersten Halbzeit. Ilkay Gündogan, Schieber, Nerik, Haas, Alexik. Fürstner,
Also, das ist schon eine Mega-Party. Müller und Wolf. Ja, mit dem Kopf nochmal Müller. Wohlscheid. Macht er alles richtig. Mike Franz gegen Alexik und gegen Müller. Setzt sich nicht gegen beide durch. Am Müller scheitert er dann. Aber jetzt doch wieder. Franz wieder gegen Müller. Franz ist der Schnellere. Und Haas ist Vorschieber am Ball. Falkenberg. Und Einwurf. Also das ist eine richtige Party, Hexenkessel, Easy Credit Stadion. Ich will immer Stadium sagen, aber wir sind ja in Deutschland hier. Und da soll die deutsche Sprache doch noch etwas verdrehen bleiben. EGG. Dürfte Eckball geben. Für die Nürnberger. So ist es. Lepika kommt für Fürsten und Okoti für Jud. Julian Schieber mit dem Kopf und Walke. Gut gemacht von den Fürtern. Genauso gut von Julian Schieber, der da mit dem Kopf auch mal das Tor erzielen hätte können, wenn der Wolke nicht so gut gestanden wäre. Nöte. Slepika, Schröck. Schröck. Alexik und Franz. Ikichi. Oh, da haut Ikichi ein Luftloch. Macht sein Fehler wieder gut. Ikichi dürfte mal abspielen. Schieber. Da würde Okoti laufen. Okoti. Riesentor. Riesentor. Joker-Tor. Okoti. 2:1. Für die Nürnberger. Was für ein Riesentor. Das zweite Volley-Tor. Hier Mehmet Ekici. Dann der Pass auf Julian Schieber. Und dann Schieber mit dem hohen Pass zu Okoti. Der nimmt den Ball mit der Brust an. Und dann Volley ins Tor. Keine Chance für Walke. Vielleicht jetzt da. Vielleicht kommt jetzt dann wieder einmal ein Zeichen der Vierte, die in der zweiten Hälfte etwas enttäuschender spielen. Haas! Oh. Schäfer mit einer Glanzparade. Die Fürther brauchen immer so den Wachrüttler. Vorhin war es das 1:0 von Mehmet Ekici, wo dann gleich das 1:1 drauf gefallen ist. Und jetzt das 2:1 durch Okoti, was hier die riesige Riesenmöglichkeit für Haas ermöglicht hat. In Anführungszeichen. Hegeler. 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 Und Franz. Franz wird da gestoppt. Nöte. Oh, das war eine schlechte Aktion. Wieder gut gemacht. Und Haas. Haas meiner Meinung nach der Mann des Tages dafür von den Füttern. Kadaslo. Okoti holt sich den Ball aber nicht ohne Foul. Nilsson, Per Nilsson kommt für Julian Schieber. Jetzt wird vorne etwas umgebaut bei den Nürnbergern. Don Nilsson, denke ich mal, in die Abwehr gehen. Denn ein Per Nilsson im Sturm kann ich mir schlecht vorstellen. Kleine. Schröck. Slepika. Also das bedeutet, dass hier Nilsson in die Abwehr geht. Das bedeutet, dass man hier das 2:1 auf jeden Fall beibehalten will. Bei diesem Derby. Und dass man dann nicht nochmal riskieren wird, will, dass da noch ein Anschlusstreffer oder ein Ausgleichstreffer von Fürth kommt. Wohlscheid. Abseits war's. Ja, das war's. Ganz deutlich.
Franz zu Mental und Kleine. Jetzt dürfen sie sich aber mal schicken, die Vierte. Wenn sie noch ein Tor erzielen wollen. Gelb für Simons, wegen einem Foul und einem Vierter. Zurück, macht den Freistoß, Haas, Nerik und Kleine an die Latte. Nöte war's. Entschuldigung. Nöte schießt da an die Latte. Hier, das wäre der richtige Zeitpunkt gewesen. Nöte. Mann, oh Mann. So, solch eine Aktion dürfte nochmal kommen, aber dann 30 cm weiter unten. Das wäre gut für die Vierte. Mental, Okoti, Mental, gut gespielt. Franz, bringt's. Wollscheid, bringt's nochmal und Schreck fängt die Flanke ab. Slipika, Haas, Wolf, jetzt geht's wieder nach vorne mit der Nürnberger Offensive. Karaslov, Nachspielzeit angelaufen, 2 Minuten gibt's oben drauf. Slipika, das wird nochmal richtig heiß hier. Haas, lass doch den Ball steil nach vorne. Und jetzt ist es vorbei. Nürnberg gewinnt. Verdient. Kann man verdient sagen. Das 2:2 wäre auch verdient gewesen für die Vierte. Naja, kann man sehen, wie man will. Verdient oder unverdient. 2:1 gegen die Vierte in diesem Derby. Und wir freuen uns auf die nächsten 9 Derbys.